Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von eurer Gameplayerin, und zwar die Elder Scrolls Online. Wir befinden uns immer noch in Khenazis Rast und wir werden in der heutigen Folge die Hauptstory dort abschließen. In der letzten Folge ist die gute Dame Zairi auf uns zugelaufen und hat uns etwas mitzuteilen. Ihr, ja ihr! Kommandantin Karinid braucht euch sofort. Was meint ihr? Die Maorma greifen den Katzenaugenkai von der See aus an. Kommandantin Karinid hält die Stellung an den Docks. Sie braucht Hilfe, um die Maorma aufzuhalten, bevor sie nach Mistral vorstoßen. Zairi sucht noch weitere Helfer. Beeilt euch, Lahmtatze. Ich werde Kommandantin Karinid nie finden. Oh Gott. So, dafür... Oh, wir können hier mal kurz anhalten. Das ist ein bisschen blöd. Ja, jetzt haben wir alle... Übrigens, mir fällt gerade ein, dass mein Inventar doch ziemlich voll ist. Ich werde das Inventar mal eben leeren und schalte euch dann gleich wieder hinzu. So, da sind wir wieder an gleicher Stelle und wir müssen uns hier auf diese Seite begeben. Es tut mir leid, aber da mein Inventar so voll war, unter anderem dadurch, dass ich halt eben gestohlen habe, war es doch ganz wichtig, dass ich es mal ein bisschen leer machen musste. Ihr dort, die Maormer haben den Katzenaugenkai mit den Seeviper-Truppen angegriffen. Wir brauchen jeden Fähigen für die Rettungsmaßnahmen. Zairi sagte, ihr würdet einen Gegenangriff vorbereiten. Ein Gegenangriff? Ich würde mich schon mit einer geordneten Verteidigung zufrieden geben. Unsere Truppen sind zu weit verstreut. Wenn wir die Tore nicht halten können, wird Mistral an die Maormer fallen. Was kann ich tun? Ich werde die Truppen des Dominions von hier aus lenken. Aber ich kann dieses Tor nicht abriegeln, solange es noch Überlebende auf dem Markt gibt. Schickt sie hierher. Wir brauchen alle, um Mistral von dieser Seite der Mauer aus zu verteidigen. Okay. Kein Thema. Das ist auch wieder nicht das Normale. Das ist gut, das nehmen wir noch eben mit. Hier vorne ist auch noch was zu lesen. Das nehmen wir natürlich auch mit. Schlangen. Diese Maorma-Piraten kamen aus dem Wasser. Sie sind überall am Katzenaugenkai. Was ist geschehen? Die Seevipern. Eine muss mir was übergebraten haben. Als ich aufgewacht bin, hat eine Seeviper merkwürdige Runen in die Haut meines Leibwächters geritzt. Ich habe diesen grässlichen Piraten mit einem zerbrochenen Rundholz niedergeschlagen. Und dann sind wir gerannt. Sind eure Wunden schwer? Nein, wir können uns noch bewegen. Wir werden nach Mistral aufbrechen, falls es dort sicher ist. Bei den Acht. Es tut gut, Seesoldaten des Dominions zu sehen. Vielleicht kann Feldwebel Firion ihren Gegenangriff tatsächlich durchführen. Was für ein Gegenangriff? Die Seesoldatin beim Tor zum Katzenaugenkai plant, gegen die Seevipern zurückzuschlagen. Ich bin sicher, sie kann euch alle Einzelheiten darüber erzählen. Wir machen uns auf den Weg. Mögen die Götter euch Kraft schenken. Dann mal los. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Maorma-Piraten Mistral erreichen. Sie werden unsere Familien abschlachten. Was ist hier geschehen? Ich habe große Schlangen aus dem Wasser auftauchen sehen. Feiglinge von Seevipern haben sie nach jedem schnappen lassen, der in Reichweite war. Wurdet ihr verwundet? Nein. Als ich meine Kameraden fallen sah, bin ich gerannt. Was für ein Khajiit bin ich eigentlich? Ihr seid vom Dominion, ja? Feldwebel Firion hat vor, zurückzuschlagen. Verpasst diesen feigen Piraten eine ordentliche Abreibung. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Geht nach Mistral. Das werde ich auf keinen Fall tun. Falls irgendeine dieser Seevipern ihr Gesicht auf dieser Seite des Tors zeigt, ziehe ich es ihr höchstpersönlich ab. Ja, das ist etwas, was ich noch gebrauchen kann, nämlich Benediktenkraut. Das nehmen wir mal eben schnell mit. Was macht ihr hier? Es spielt keine Rolle. Wenn ihr Lust habt, ein paar Seevipernschädel zu spalten, ist es mir wirklich egal. Einer der Überlebenden meinte, ihr würdet einen Gegenangriff planen.
Fühlt ihr diesen kalten Wind vom Meer aus heranrauschen? Genauso war es vor dem Orkan. Wir können es kaum erwarten, der Schlange den Kopf abzuschneiden. Wir sind der Gegenangriff des Dominions. Was kann ich tun? Ich habe meinen Trupp losgeschickt, um den Katzenaugenkai auszukundschaften. Falls sie nicht erfahren haben, was die Seewipern vorhaben, können wir weiter herumstochern, bis wir herausfinden, was abgeschlagen werden muss. Und keine Sorge, euer Zaubererfreund kann das Tor hinter uns versiegeln. Solltet ihr nicht das Tor halten? Ich werde über das Tor wachen, falls ihr denkt, ihr könntet einen Zaubermeister gebrauchen. Oder ihr könnt einen Seesoldaten des Dominions mitnehmen. Eure Entscheidung. Da ich mit dem Stab unterwegs bin, ich könnte einen Zaubermeister gebrauchen. Lasst mich darüber nachdenken. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Je schneller wir gegen die Seewipern vorgehen, desto schneller vereiteln wir auch ihre Pläne. So, und hier könnt ihr euch entscheiden, möchtet ihr jemanden auf Stamina mitnehmen oder jemanden auf Magika? Ihr habt mir am Tempel der trauernden Quellen geholfen. Ich wäre dumm, den Gefallen nicht zu erwidern. Wie der Plan der Seewipern auch aussieht, wir sollten uns beeilen. Seid ihr sicher, dass ihr das wirklich tun wollt? Ihr habt eure Tapferkeit schon bewiesen. Falls ich in dieser Schlacht sterben soll, würde ich lieber an eurer Seite sein, als allein am Strand zurückzubleiben. Aber so weit werden wir es erst gar nicht kommen lassen. Wenn ihr die Aufmerksamkeit der Seewipern auf euch ziehen könnt, werde ich tun, was ich kann, um euch zu beschützen. Mit anderen Worten, sie möchte eher heilen. In Ordnung, kommt mit mir mit. Na dann mal los. Die Maormer werden niemanden mehr töten. Auf in den Katzenaugenkai. So. Ich muss erstmal hier oben hin. Glaube ich, ja. Hey, der Trupp wurde getrennt. Nistel und ich haben Onglorn gefunden. Sie haben ihn schwer verwundet. Was ist mit ihm passiert? Seewipern haben Runen in seine Brust geritzt. Ich habe ihn gepackt. Nistel hat sie abgewehrt. Wo ist Nistel? Seewipern jagen. Falls ihr sie seht, richtet ihr aus, dass es Onglorn gut gehen wird. Habt ihr erfahren, was die Seewipern für Mistral planen? Anscheinend nicht. Okay. Das war ja eine nette Antwort. Okay, den habe ich jetzt... Nee, Moment. Doch, da oben muss ich hin, oder? Bin jetzt unter Garantie wieder falsch gelaufen. Was aber nicht schlimm ist, weil ich gerade sehe, dass hier ein Nachtschattengewächs ist. So. Nee, warte mal. Hier müssen wir rein. Die Seesoldatin Nistel ist tot. Die Leiche der Seesoldatin ist verwunden übersät. Schwertschnitte, Knochenbrüche und sogar Bisswunden. Ihre Waffen sind zerstochen. Schwere Kratzer überziehen ihre Rüstung. Eine schlaffe Hand hält einen blutigen Verband. Die andere hält ein blutverschmiertes Stück Papier. Ist da was? Nee, das leuchtet irgendwie nur so komisch. Das nehmen wir natürlich auch noch eben mit. Und dann schmuggeln wir uns mal eben an dem vorbei. Und an dem kommt man auch immer gut vorbei, indem man hier links rumläuft. Ein schmerzender Schädel ist schlimm, aber wenn er immer noch wie ein Kopf aussieht, dann ist es gut, ja? Was ist euch zugestoßen? Ich war in den Höhlen, arbeiten. Als ich ein seltsames Heulen hörte, dann sind wie aus dem Nichts Krieger aufgetaucht und haben gnadenlos zugeschlagen. Wer hat euch angegriffen? Seewibern, Maormer-Piraten. Wir haben Schutzgeld für einen ganzen Monat bezahlt und sie diese seltsamen Totems in der Höhle aufstellen lassen. Sie waren vorher nie im Skoma-Handel. Ich meinte Mondzucker. Ich habe mir den Kopf gestoßen, wisst ihr? Mhm. Was haben sie gewollt? Uns umbringen, schätze ich. Nachdem sie genug von uns getötet hatten, ließen sie den Rest von uns in Ruhe. Sie wussten, dass wir uns nicht wehren würden. Sie haben nur auf diese Totems geachtet. Nun,
bis sie den Höhleneingang zum Einsturz gebracht haben. Warum haben sie die Höhle einstürzen lassen? Irgendein Hochelfenzauberer versuchte, in die Höhle zu kommen. Deshalb haben sie sie einstürzen lassen. Ich bin ins Freie gesprungen. Ich Glückspilz, der Zauberer, wollte mir etwas sagen, aber ich habe kein Wort verstanden. Er hat mir dieses Papier gegeben und ist weggegangen. Hier, vielleicht könnt ihr euch etwas daraus zusammenreimen. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Was war das? Ich hatte ein Klingeln in den Ohren. Würde es euch stören, das Offensichtliche noch einmal zu wiederholen? Wartet, wartet. Haltet mich nicht für undankbar. Der Zaubermeister hat nach einem anderen Weg in die Höhlen gesucht. Ich habe Gerüchte über eine Geheimtür an den Klippen gehört, aber ich habe sie nie selbst gesehen. Hab Dank. So, hier können wir nichts mehr einsammeln. Dann verschwinden wir doch mal durch den Geheimtunnel. Diese Totems scheinen eine Kombination aus Wind und Geist zu nutzen. Ob ich wohl? Entschuldigt mich, dürfte ich wohl? Wir sind hier, um die Seewipern aufzuhalten. In der Tat, ich schätze, das ist optimal. Diese Rituale der Seewipern sind barbarisch, aber recht effektiv. Dieser Wirbelsturm, den sie heraufbeschworen haben, um unsere Flotte an Kenatis Rast zu zerschmettern, das war nichts im Vergleich zu ihren derzeitigen Bemühungen. Was ist schlimmer als ein Orkan? Ihr habt offensichtlich nie die theoretischen Grundlagen von Blutopfern studiert. Seht ihr diese schlangenförmigen Statuen, ihre Sturmtotems? Sie sammeln Geisterenergien aus den mit Runen markierten Zielen und kanalisieren sie wie Wasser in einem Trichter. Wie können wir diesen Trichter blockieren? Das ist genau die richtige Frage. Es scheint, als ob die Seewipern einen besonderen Magnetstein benutzen, um den Kanal zu blockieren. Nähert euch einem aktiven Sturmtotem und haltet den Magnetstein vor euch. Dann solltet ihr die Energie einfach ablassen können. Ihr solltet euch das selbst anschauen. Seid ihr sicher, dass es ungefährlich ist? Auf jeden Fall. Macht nur. Seid nicht schüchtern. Es ist ja nicht so, dass die Energien des Sturmtotems durch euren Körper strömen würden, bis ihr nicht mehr als eine leblose rauchende Hülle seid. Aber stellt euch bitte nicht in Pfützen, ja? So, schade. Normalerweise ist hier der Sack noch zu. Phänomenal. Ich wusste, dass Nähe der Schlüssel ist. Und seht euch an, nicht einmal eine Spur von tödlichen Blitzen. Ihr habt das Prinzip erfasst und es jetzt auf den anderen Sturmtotems anzuwenden, bevor... Nun, damit beunruhige ich euch jetzt besser nicht. Weswegen sollte ich mir Sorgen machen? Ah, nein. Ich sollte euch nicht unnötig Sorgen bereiten. Sagt mir, wozu die Seewipern diese Sturmtotems brauchen. Das weiß ich nicht mit Sicherheit. Es gibt zwei Möglichkeiten, von denen keine besonders gut für alle auf dieser Insel ist. Man greift nicht zu Blutopfern, es sei denn, man braucht sehr schnell sehr viel Energie. Oder man will diese Energie, nun ja, genauso schnell wieder freisetzen. Was wollt ihr damit sagen? Hört zu. Ihr kümmert euch um die Sturmtotems. Ich werde herausfinden, wie man etwas gegen das Blutritual der Seewipern unternimmt, ohne Mistral auszulöschen. Klingt das angemessen? Die einzige Gewissheit ist, dass die Zeit drängt. Ihr solltet euch beeilen. Ja, das ist richtig, weil wir natürlich kein endlos langes Let's Play machen wollen. Ist da eigentlich irgendwas drin? Ich habe da noch nie nachgeschaut. Ich bin hier hinten in einem Raum noch nie gewesen. Zumindest zum Einsammeln ist hier noch was. Das wusste ich noch nicht. Nein. Nimm das doch, anstatt mit ihr zu sprechen, Mann. So. Dann werden wir mal die einzelnen Punkte abgeben. Ich kann diesen Mann nicht ausstehen. Ich hoffe, dass wir nirgendwo im Wasser stehen müssen. Hier stand normalerweise, glaube ich, immer eine Wache davor. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hier kann man theoretisch auch nochmal alles schön einsammeln. Ich nehme jetzt nur die zwei mit. Nein.
Komm. Mehl darf natürlich nicht fehlen. Wache, die ich meine. Das kann natürlich auch sein. Hallo? Hallo, ich will den Stein benutzen. Ach ja, ich liebe diese Bugs. Leute. Außerdem bin ich entdeckt, obwohl mich hier gar keiner sieht. Die nachfolgenden Folgen können sich nur um einige Stunden verschieben. Geht's noch, Junge? Ah, endlich. Wo kam der denn jetzt her? Also das war jetzt irgendwie wieder selten komisch. Selten seltsam, passt wohl eher in dem Fall. Kann nicht einfach durch mich durchhüpfen. Geht das noch? So. Es ist Ealziel, der direkt zu eurem Verstand spricht. Ihr findet meine Psychic-Projektion in der Nähe des Tunnelausgangs. Ich weiß, was sie planen. Durch meine Psychic-Projektion habe ich eine alte Ritualstätte nördlich von Mistral gesehen. Die Sevipan haben eine mächtige Kreatur namens Sturmatronach beschworen. Sie lassen all diese Energie in den Sturmsklaven fließen, den sie gebunden haben. Was wollt ihr damit sagen? Die Kreatur kann nur eine gewisse Menge Energie in sich aufnehmen, bevor sie sich auflöst. Die gesamte Energie wird über Kenatis Rast hinwegströmen und alles töten, was mit ihr in Berührung kommt. Bis auf die Donnerkäfer natürlich. Oh, und der Berg im Norden von Mistral wird zerbersten und die Stadt spurlos auslöschen. Es muss einen Weg geben, das aufzuhalten. Ja, der findet das ja irgendwie lustig. Oh, und das ist das Geniale ihres Plans. Wie bindet man eine Kreatur, die aus Sturmenergie besteht? Mit dem Wind selbst. Drei Ritualhörner halten den Sturmsklaven gefangen. Aber der Magnetstein hat nun genug Sturmenergie, um den falschen Winden entgegenzuwirken. Elegant, ja? Was geschieht, wenn ich den Sturmsklaven von seinen Fesseln befreie? Er wird seine körperliche Gestalt ablegen und die gespeicherte Energie sicher freigeben. Also sicher für Kenatis Rast, meine ich. Ich schlage vor, einen großen Abstand zum Sturmsklaven zu halten, wenn das geschieht. Vielleicht mit einem festen Felsen zwischen ihm und euch. In Ordnung. Ich werde das Ritual der Sevipan aufhalten. Ihr werdet keine Probleme haben. Und falls doch, habe ich eine Meile von Kenatis Rast entfernt ein Portal geöffnet. Dort werde ich so lange auf offener See auf der Stelle schwimmen, bis ich sehe, dass ihr Erfolg hattet. Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ich bin sehr zuversichtlich. Mhm. Ich dachte aber, Ealziel war eigentlich derjenige, der eingesperrt gewesen ist mit dem einen. Ich habe von solchen Dingen gelesen, aber die Bücher werden der Wahrheit nicht gerecht. Hallo, du wolltest ihn... Nein. Ich dachte gerade schon, ich fliege schon wieder. Weil die sammle ich auf jeden Fall hier ein. Ich meine, da ist ja noch einiges, was man einsammeln könnte, aber das muss man nicht unbedingt. So, einmal freisetzen, bitteschön. Wir haben noch einen Runenstein, den wir mitnehmen können. Sehr schön. Ja.
ich weiß. So, hier ist gar keiner mehr. Auch nicht schlecht. Wahrscheinlich war hier gerade eben schon einer. Kinder des Meeres! Eure Bande können den Orkan nicht halten! Ihr müsst diesen Ort verlassen! Folgt mir! Yaras, wir kommen. Nachdem wir ein bisschen was eingesammelt haben. Das ist nur Jute. Das ist auch nicht so wichtig. Jetzt geh darüber. So. Meine Freundin, dem Tod so triumphierend zu entkommen, ist ein ständiger Nervenkitzel, nicht wahr? Natürlich nicht so aufregend für die Maorma. Wie habt ihr mich gefunden? Dank eurer Bemühungen sind die Maorma entweder geflohen oder tot. Genartis Rast ist sicher und aus freien Stücken Teil des Altmeri-Dominions. Wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt, Rasumdar behält vielversprechende Leute im Auge. Ja, und wir haben das Zweihandschwert von der Rüstung des Auszubildenden erhalten. Wenn Ras gewusst hätte, dass ihr euch so gut schlagt, hätte er eine bessere Belohnung für euch erbettelt. Entschuldigung, die Waffenkammer Mistrals ist nicht mehr, was sie einst war. Und was nun? Die Maorma sind wie ein betrunkener Onkel. Man jagt sie fort und sie kommen trotzdem immer zurück. Beim nächsten Mal wird Kenarti schon auf sie warten. Das Problem ist nur, dass es Orte gibt, die nicht so gut auf sie vorbereitet sind. Welche Orte? Wenn die Vipern hier zahlreich genug sind, um Kenarti anzugreifen, dann schweben die gesamten südlichen Meere in Gefahr. Die Königin stattet gerade Auridon einen Besuch ab. Ras möchte euch bitten, euch nach Vulkilwacht aufzumachen und Wachthauptmann Astania Bericht zu erstatten. Ich werde es tun. Astania kann ihrer Majestät eine Nachricht überbringen. Vielleicht kann euch jemand auf der Vagabund mitnehmen. Ras hat gehört, dass Jimila Pläne macht, in See zu stechen. Und er vermutet, sie schuldet euch einen Gefallen. Kann ich euch ein paar Fragen stellen, bevor ich gehe? Natürlich. Nach all dem, was ihr für uns getan habt, wäre es unfreundlich, wenn Ras Nein sagen würde. Wer ist der Wachthauptmann? Astania ist der entzückende Wachthauptmann der Vulkilwacht. Ras hat mehr als einmal mit dem Hauptmann getrunken und mehr als einmal an ihrer Seite gekämpft. Sie ist ein wenig mürrisch, weil sie jetzt fest an einen Hafen gebunden ist. Doch sie sollte euch schon auf die richtige Spur bringen können. Was macht ihr, Ras? Dieser ist ein einfacher Khajiit, wie er es schon bei unserem ersten Treffen sagte. Er löst die Probleme, wie sie auftauchen. Er handelt im besten Interesse des Dominions und der Königin. Glaubt ihr, dass ich euch wiedersehen werde? Oh, Ras wäre nicht überrascht. Ihr habt eure Kompetenz schon unter Beweis gestellt. Einfache Khajiit wie dieser neigen dazu, kompetente Leute wie euch zu brauchen. Womit muss ich auf Auridon rechnen? Mit sehr großen Elfen und sehr schönen Küsten. Auridon ist der weltlichste Teil der Sommersendinseln und dennoch sehen viele Hochelfen es als Heiligtum an, das fernab des Rests der Welt ist. Dieser glaubt, dass sie sich selbst etwas vormachen. Okay. Ja, hier ist irgendwo da, genau. Captain Jimilia. Die Vagabund ist auf dem Weg nach Auridon und wir sind froh, euch dorthin mitzunehmen. Wenn ihr soweit seid, springt in die Barkasse. Ihr bekommt eure eigene Koje. Warum geht ihr nach Auridon? Die ist denn voll Gold. Es kann sich sehr lohnen, nach einem Orkan ein heiles Schiff zu besitzen. Selbst wenn die einzige Fracht Würdenträger des Dominions sind, die eine Überfahrt brauchen. Seid unbesorgt. Ich werde kein Geld von euch verlangen. Ohne eure Hilfe wäre die Vagabund nur noch ein Haufen zerborstenes Holz. Ist euer Schiff bereit, die Segel zu setzen? Ja, die Vagabund ist wieder voll in Schuss. Und bereit für schweren Seegang. Dank der Spenden der Maormer konnte Quartiermeister Oblan sogar ein paar Verbesserungen machen.
Keine Angst. Sie wird euch sicher nach Auridon bringen. Spenden, so, so. Ja, da wir ja alles hier jetzt durchgequestet haben in dem Bereich, werden wir natürlich dieses Angebot annehmen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir natürlich nicht den Rest der Geschichte in dieser Folge abarbeiten werden, sondern in den kommenden, ja, mehreren hundert Folgen wahrscheinlich. Deswegen verabschiede ich mich erstmal und hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann! Ciao!